Yo, da sind wir wieder, Leute, zu einer weiteren Folge von Pokémon Smaragd. In der letzten Folge hatten wir natürlich die Route 10 halt hinter uns gebracht und Maike besiegt und einige Trainer auch noch richtig die Fresse poliert, sag mal so. Und sehr viel über YouTube diskutiert, über bösen Content und so weiter und ein bisschen über mich, wie ich dann zum Let's Play gekommen bin, aber das werde ich auch dann später mehr erzählen. Und in dieser Folge werden wir jetzt nun auf den Weg nach Wiesenflug begeben, aber da ist doch Heiko. Oh, bitte, Onkel, bitte. Ich möchte in dieser Arena antreten, um zu sehen, wie gut ich bin. Bitte, darf ich? Bitte. Nun hör mal auf, Heiko. Seit du mit dem Pokémon zusammenlebst, bist du viel stärker geworden. Aber du überforderst dich, wenn du plötzlich in einer Arena antrittst. Ich bin nicht überfordert. Wenn ich die Kräfte von Draslav kombiniere, besiege ich jeden. Oh, hi, Red. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, bin ich viel stärker geworden. Red, ich möchte von dir auch von meinem Onkel verstanden werden. Red, bitte willst du gegen mich kämpfen? Na klar, machen wir das. Red, vielen Dank. Okay, jetzt komme ich. So, damit beginnt jetzt unser Kampf gegen Heiko. Heiko oder Maiko Scheiko. Okay. Los geht's. Wir starten jetzt mit Ruckzuckhieb mit Minun. Denn ich habe jetzt das Gefühl, dass jetzt der Arena-Kampf mit Walter dann bald starten wird. Also erst im nächsten Part. In diesem Part werden wir wahrscheinlich jetzt nur die einigen Trainer bis nach Wiesenflur durchkämpfen. Das wird jetzt das erste sein. So, Trasler ist jetzt besiegt. Und Heiko ist auch jetzt hinüber. Ich habe verloren. So. Onkel, ich gehe zurück nach Wiesenflur. Herzlichen Dank, Red. Trainer zu sein verlangt viel von einem, oder? Man besitzt nicht nur einfach nur Pokémon und lässt sie kämpfen. Um ein richtiger Trainer zu sein, braucht es mehr. Heiko, du brauchst deshalb nicht so niedergeschlagen zu sein. Was hält dich davon ab, nicht stärker und stärker zu werden? Nichts. Komm, gehen wir nach Hause. Da warten wir sie alle schon auf dich. Red, mir dämmert es so langsam. Du musst der Trainer sein, der sich damals um Heiko gekümmert hat, als er sein erstes Pokémon fing. Warum besuchst du uns nicht irgendwann in Wiesenflur? Ich bin mir sicher, Heiko würde sich sehr freuen. Wenn wir jetzt auch machen... Hier ist auch noch Scott... Was geht? Du mit der coolen Sonnenbrille. Hehehe. Ich habe diesen Kampf beobachtet. Du bist ein Freund von diesem Jungen, von Heiko, oder? Aber du hast dich nicht zurückgehalten und ihn beeindruckend besiegt. Yeah, das ist was Pokémon-Kämpfe ausmacht. Ich bewundere solche Trainer. Ich feuere dich an. Also der hat schon Interesse an uns. Hier ist natürlich nur die Spielhalle. Also begeben wir jetzt nun auf Route 117. Auf dem Weg Richtung Wiesenflur. Da haben wir jetzt nochmal schnell die Beeren raus. Da haben wir jetzt 9 Nirbeeren. Nirbebeeren. Und ja, wir werden jetzt noch natürlich alle Trainer hier durchziehen. Und im nächsten Part werden wir dann sowieso dann die Arena von Malkenfrost City dann herausfordern. Ich bin hier mit meiner hübschen Junior-Partnerin. Ich muss gut sein. Dann zeigt euch, was ihr könnt, ihr Senior und Junior. Irm und Ida. Es ist komisch, warum heißen die nicht Irma und Ida? Naja. Das sind halt die Entwickler auf Deutsch, die haben halt diesen Namen Irm und Ida. Ich weiß nicht, ob einer von den Mädchen diesen Namen hat, Irm und Ida. Manche haben sogar den Namen nur Irma und Ida. Nicht Irm und Ida. Naja. So. Ich glaube, ich werde jetzt mal wechseln zu Trasler. Denn Trasler wird jetzt sehr viel... was bringen. Denn wir haben Konfusion. Das müsste Makuhita dann wahrscheinlich dann platt machen.
Volltreffer. Lampero, überlebe das, bitte. Oh, gut. Konfusion auf Makuhita und Naturkraft auf. Zickzacks. Ach, Schniffler. Eieieiei. Konfusion und Makuhita ist down. Down wie eine Fliege. Ich glaube, ich muss jetzt einmal ein stärkeres Team dann jetzt bauen, denn mit diesem diesem Team kann ich jetzt sowieso jetzt noch nicht gegen Walter kämpfen. Aber deshalb gehen wir jetzt auch noch zur Route 17, das ist ja logisch. Denn wir brauchen jetzt natürlich einen größeren Training, damit wir dann endlich im nächsten Part gegen diesen Walter kämpfen können, den Arenaleiter. Ich würde jetzt nicht direkt hingehen zu der Arena, denn wer weiß, wie stark Walter sein könnte. Und der hat 6 Pokémon. Alter! Wie übertrieben ist das denn? Ich gehe mit Blitz, was... Alter, ich habe jetzt nicht... Ich habe jetzt Blitz eingesetzt. Das war nicht richtig. Boah, ich habe mich letztes Mal... Ich kann mich noch voll erinnern an... Ihr könnt euch noch sicherlich noch erinnern an... Mario und Luigi Superstar Saga. Als ich ein bisschen aufgeregt habe. Und Minun ist besiegt, oder? Nee, doch nicht. Es überlebt noch. Klasse. Stolunior. Ich glaube, ich setze Rapchain ein. Normal wäre dann... Hätte ich lieber Hydruppi eingesetzt, hätte ich Hydruppi dann gewählt im Start, dann hätte Stolunior locker eins auf die Fresse poliert bekommen, aber Reptane ist auch ein geiler Banger. Der zieht auch noch richtig den Stolunior die Kraftpunkte ab. So. Schwalbini. Ich weiß nicht, letztes Mal, als ich am 31. Dezember, ihr wisst schon selbst, um Silvester, hatte ich nur noch 48 Abonnenten gehabt und plötzlich 3 bis 4 Abonnenten mehr habe ich bekommen, gerade erst fast im neuen Jahr. Das war ein schönes Neujahrsgeschenk von euch. Naja. Und... Was ich für Let's Plays ich noch geplant habe, ich habe letztes Mal auch auf Twitter gepostet, ich glaube das war jetzt vor 3-4 Tagen her, über Link's Awakenings Remake für die Switch. Wird auch Let's Played, das habe ich jetzt auch noch damit geplant. Mario, ich glaube noch Super Mario Maker 2 werde ich auch noch Let's Playen. Also nicht genau Let's Playen, eher gesagt Levels zocken von euch. Wenn ihr Levels habt, dann Super Mario Maker 2 werde ich es definitiv vor euch dann zocken. Es ist egal, ob es schwer wird oder leicht wird. Hauptsache, ich habe meinen Spaß. Ihr könnt euch damit rechnen, dass ich manchmal auch ausrasten werde, aber das gehört zum Let's Play auch dazu, dass man ein bisschen sich aufregt. Das ist nicht verboten. Das ist absolut nicht verboten, dass man sich aufregt. Also... Ihr könnt ruhig schwierige Levels für mich bauen. Wenn ihr dann im Juli Super Mario Maker 2 dann habt auf die Switch, werde ich wahrscheinlich auch noch eine Serie machen von... Wie zum Beispiel, sagen wir einfach, Red zockt eure Super Mario Maker Levels. Das wird natürlich eine Serie sein. Mein Kanal. Aber mal sehen. Hoffentlich wird Artikel 13 nicht durchkommen. Falls doch, dann... Tja, war es schön mit euch.
Aber ich hoffe, dass es nicht durchkommt. Bis Ende April haben wir noch Zeit. Oder bis Ende Mai haben wir noch Zeit, gegen Artikel 13 noch anzukämpfen. Wir können eins nur tun. Hoffen, dass es nicht durchkommt. Und unser Kanal nicht effekten wird. Aber jetzt in letzter Zeit haben sehr viele YouTuber jetzt über Artikel 13 diskutiert. Aber lassen wir das. Ich werde jetzt nicht so viel, ich werde kein Video raushauen für Artikel 13, denn wir können jetzt nur noch demonstrieren in den anderen Orten in Deutschland. Aber ich bin leider in Österreich, da es keine Demos gegen Artikel 13 gibt, überraschenderweise. Aber wir können trotzdem die Petition machen, dass dann Artikel 13 nicht in Kraft treten soll auf YouTube oder Twitter oder was auch immer, den Upload-Filter, was auch immer. Aber naja, mal sehen, was jetzt dann mit uns auf YouTube dann sein wird in ferner Zukunft. Hoffentlich wird es nicht unsere Let's Plays affektieren. Falls doch, dann... Naja. Ich hatte meinen Spaß. Aber es ist noch zu früh, darüber nachzudenken. Am besten ist, man schaut nicht zurück, man schaut einfach nach vorn. Einfach weiter in die Zukunft. Was passieren wird auf YouTube? Wie wird es mit uns entwickeln, mit unserem YouTube-Kanälen? Und hoffe, dass das mit uns nichts Schlimmes passiert. So, Trialet Igor haben wir jetzt auch noch in den Pokénav eingetragen. Wir haben noch einige Trainer hier. Die Luft ist einfach wunderbar frisch. Oh, hier sind noch sehr viele Trainer hier. Okay, dann machen wir jetzt extra lang jetzt den Part. So, ich werde es mit ein bisschen speeden jetzt den Kampf. Mogelhieb. So, ich habe ein bisschen speeden, damit das jetzt endlich mal durch ist. So. So, ich muss jetzt ein bisschen speeden, denn ich hasse es gerne zu warten. Illumisee und Volbeat. So, hier haben wir einen Beleber. Und da ist noch ein weiterer Trainer hier drüben. Ich Käfersammler. Heute bin ich ein Käferfreak. Aber meine Liebe zu Pokémon hat sich nicht verändert. Du bist ein Pokémaniac. Ja. Wir tun ein bisschen speeden jetzt den Kampf. So, Felsgrab. Kreideschrei. Wir brauchen Kreideschrei, bitte. Nee, brauche ich nicht. Oh, da ist doch... Meryl's. Na, ich könnte Meryl gerne fangen. Zeit einmal eine Meryl zu fangen, denn wir haben schon lange Zeit kein Meryl gefangen. Und wir haben Meryl gefangen. So einfach geht das. Die zweite Entwicklung... von Azuril. Im Box werde ich das dann später holen, im nächsten Part. Und hier ist noch ein Item, glaube ich. In einem der zwei Räume ist noch ein Item versteckt mit dem Detektor zu finden. Hier ist nichts. Ja, da war ja noch etwas versteckt. Hier war Schutz. So, und so wie es aussieht, wer ist jetzt da? Oh, hallo Red. Ich muss dir erzählen, mein Onkel hat mir ein Pokénav gegeben. Nun kann ich mit dir reden, wann immer ich möchte. Und wir haben Heiko jetzt im Pokénav-Verzeichnis eingetragen.
So. Gleich sind wir am Ende des Parts angelangt. Da werden wir jetzt ein bisschen jetzt speeden, den Kampf. So, ich werde jetzt mal Raptain ein bisschen jetzt trainieren. So. Oh, ich habe keine HP mehr. Nein, es hat sich auch noch verliebt. Oh, es hat es doch geschafft. Gut. Obwohl ich Neko sehr süß finde. Gut. Damit haben wir jetzt den Part wahrscheinlich jetzt schon beendet. So. Wir gehen jetzt noch schnell unsere Pokémon heilen. Und beenden wir den Part ganz gechillt, gelassen. Sehr viel Diskussion. Mit weniger Diskussion, also sehr viel Diskussion oder eher weniger Gerede haben wir gemacht, ne? Naja. Gut. Ein bisschen habe ich gespeedet, aber kann man nichts machen. Wenn es etwas in Eile ist mit dem Part, ich möchte es nicht so extra lang machen. Ich weiß, mit den anderen Let's Plays hatte ich jetzt 30 bis 40 Minuten gemacht. Das war ein Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Aber lassen wir das. Beenden wir jetzt den Part ganz gechillt und gelassen mit der Musik hier vom Wiesenflur. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal, haut rein, euer RedPokeLP. Gebt einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat, und hinterlasst ein Abo, damit ihr keine meiner Let's Plays verpassen könnt. Bis zum nächsten Mal, euer Red. Ciao.